Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Heute Inferno von Amai Lynn. Ich weiß nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Sorry, wenn nicht. Aber der Name kommt mir bekannt vor. Entweder habe ich schon mal eine Bahn oder irgendwas habe ich da schon mal vorgestellt. Oder war das in dem Multi-Spotlight zum Thema Szenerie, war da was dabei von dem, der Erstellerin. Der Name kommt aber bekannt vor. So, bevor ich weiterhin Zeugs erzähle, suchen wir das Ding mal. Inferno. Oh, verschrieben. Kann einen finden. Inferno. So, es waren einige Screenshots, die aber alle größer ausgesehen haben. Okay. Habe ich hier eine See Me oder Don't See Me Platte irgendwie? Was, dass ich weiß, wie hoch das zu platzieren ist, habe ich leider nicht. Ich orientiere mich jetzt hier mal an dem Weg und hoffe, das passt dann. Das wieder zu hoch oder zu tief setze. Ja, könnte schon passen. Inferno. Wir sehen sehr viel Lava und Zeug. Ich höre die Leute jetzt schon schreien. Oh, Lava ist nicht realistisch und so. Ich bin da relativ eher ein bisschen schmerzbefreit. Ich arbeite auch gern mit Lava und entweder sind es Hologramme oder es ist einfach ein VR-Coaster. Mit VR-Brille auf und dann passt es schon. Was nicht passt, was ich jetzt schon sehe, dass die Steine durch die Schiene glitschen. Der Zug muss zwangsweise entgleisen. Das geht leider nicht. Ich hoffe, das war das einzige, die einzige Stelle, wo das so ist. Nein, leider nicht. Ja gut, hier ist knapp. Das könnte passen. Jetzt schauen wir dann mal. Ja, mal. Einen Eingang. Einen. Ja, eindeutig ein VR-Coaster. Weil ansonsten wäre es ein bisschen gefährlich. Kleins bisschen. So, aber das, der Wartebereich gefällt mir schon mal sehr gut. Schön thematisiert. Hier auch passend. Wir haben einen, ist das so ein Hybrid, ich nenne es mal Hybrid-Coaster. Was mir nicht gefällt, ist das Gitter über den Schienen. Sorry, aber warum? Das ist hier Gitter von mir aus. Hätte man noch anders thematisieren können, aber von mir aus. Aber über den Schienen eher nicht so gut. So, aber fahren wir mal damit. Zu spät. Eindeutig ein VR-Coaster, weil sonst werden die Fahrgäste gegrillt. Aber sehr cool getimed. Sehr schön getimed. Geschwindigkeit auch okay. Fährt sich auch größtenteils sehr weich. Der Auslöser war zu spät. So, ganz kurz Pause machen. Testen.
Wildes mal aus einer anderen Perspektive sehen. Verfolgekamera. Funktioniert wieder nicht. Nee. Okay, dann eben nicht. Die Kamera wieder umstellen. Hier raus. Und einfach mal nochmal Stopp testen, Pause raus. Schauen wir es uns halt so an. Statistiken blende ich gleich nochmal ein. Einfach um das Getimte nochmal zu sehen. Komplette Strecke brennt. Das hat er sehr cool gemacht. Gut, er hat es immer so stückweise gemacht, aber anders wäre es wirklich ein bisschen viel Arbeit. Oh, okay, die Flammenwerfer, die sieht man zum Beispiel während der Fahrt überhaupt nicht. Die sind zu spät ausgelöst. So, testen, ups, Statistiken, schauen wir uns halt die schnell an. Ja, wer will, kann auf Pause drücken, soweit alles gut. Wir brauchen nur den Nachtmodus. Ich kann jetzt schon sagen, Beleuchtung wird passen, weil es brennt alles. Das ist hell genug, wenn es brennt. Aber mit dem Timen der Auslöser, da musst du nochmal drüber. Das passt nicht so wirklich, wenn man manche Sachen nicht sieht während der Fahrt. Und ich weiß, welchen Effekt du haben wolltest, dass die Schiene halt immer so brennt, bevor der Zug entlang fährt. Aber da lösen die zum Teil zu früh aus. So wie sie jetzt ist, wird größtenteils reichen, wenn die auf Dauer auslösend sind. Ja, Feedback bekommst du noch von mir. Nummer 1, ganz wichtig, es darf nichts durch die Schienen glitschen. Das geht nicht. Die Steine ein bisschen verschieben und Auslöser ein bisschen anpassen. Und dann passt das eigentlich. Ja. Was denkt ihr? Bitte Meinungen in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.